Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie sich am Sonntagnachmittag die Zeit nehmen, um Gast in unserem Pressbriefing zu sein, anlässlich der Veröffentlichung des Beitrags der Arbeitsgruppe 2 zum sechsten Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarats IPCC. Der zweite Teil der Beitrag der zweiten Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Folgen durch den Klimawandel, mit den Verwundbarkeiten und der Anpassung und wird in 18 Kapiteln und 7 sogenannten Cross-Chapter-Papern morgen Mittag um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht. Und da sind wir schon beim ganz wichtigen Punkt, den Sie nicht zum letzten Mal von mir jetzt hier hören werden. Vor morgen Mittag, 12 Uhr, also bevor die Sperrfrist abläuft, darf bitte nichts aus diesem Pressbriefing und auch sonst aus diesem Bericht nichts an die Öffentlichkeit, nicht auf Webseiten, nicht in Vor-Digitalversionen von Printausgaben. Ich denke, Sie sind ja auch alle vertraut damit im Umgang. Ich freue mich sehr, dass wir zwei Expertinnen und zwei Experten für dieses Pressbriefing gewinnen konnten. Und ich freue mich besonders, dass Sie alle vier da sind, weil ich ja weiß, dass die vergangenen beiden Wochen für Sie auch Kräfte und Zeit zehrend waren. Und vor allem auch nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Dank an Sie für Ihr großes Interesse. Sie können Ihre Fragen hier unten bei F&A eintragen, bei Fragen und Antworten. Und eine Kollegin im Hintergrund wird mir die dann sozusagen hier ins Studio zuspielen. Wir werden versuchen, so viele Fragen von Ihnen an Frau und Mann bringen zu können. Vermutlich wird es nicht klappen, dass wir alle Fragen unterbringen, aber wir geben unser Bestes. Ich stelle Ihnen jetzt nacheinander die Expertinnen und die Experten vor, stelle kurz jeweils eine Frage und ja, dann ist Platz für Ihre Fragen. Also Feuer frei da unten bei Fragen und Antworten. Ich beginne mit Professor Dr. Hans-Otto Pörtner. Er ist Leiter der Sektion Integrative Ökophysiologie im Fachbereich Biowissenschaften am Alfred-Wegener-Institut, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung und Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 2 für den sechsten Sachstandsbericht des IPCC. Herr Pörtner, die Frage an Sie. Erstmal vielen Dank, dass Sie da sind. Habe ich mir so ein bisschen dreigeteilt. Der erste ist so eher informell. A, haben Sie geschlafen? Und B, die Frage ist, als ich die Pressemitteilung heute Mittag gelesen habe, habe ich gedacht, ui, die Melodie dieser Pressemitteilung klingt ja irgendwie doch sehr vertraut. Es muss jetzt passieren, es muss schnell gehen, sonst sind die Folgen echt schlimm und heftig und kaum zu kontrollieren. Was ist denn tatsächlich aus Ihrer Sicht das wesentlich Neue an dem Beitrag der Arbeitsgruppe 2? Ja, vielen Dank, Herr Wenzel. Und ja, vielen Dank, dass wir hier mit Ihnen zusammen diese Diskussionsrunde machen können. Geschlafen? Ja, tatsächlich. Ein paar Stunden waren jede Nacht drin. Es ging jetzt nicht so wie im Vergleich mit den physischen Meetings, wo man letztendlich die letzten Nächte teilweise durchverhandelt hat. Das war in diesem virtuellen Format nicht der Fall. Und zu Ihrer Frage, ja, ist das altbekanntes? Es ist tatsächlich so, dass wir schon sagen, etwas ganz grundlegend Neues ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mal so dabei. Es ist eine Verstärkung der Botschaften. Und wir haben ein ganz großes Problem, dass die Wissenschaft letztendlich diese Botschaften aufgefrischt wieder auf den Tisch legt, aber dass wir eine Lücke haben in der Umsetzung. Und die große Lücke in der Umsetzung gilt es zu schließen. Und ich denke, was dabei hilft, ist das, und das ist tatsächlich neu an diesem Bericht, dass wir ein ganzheitliches Bild zeichnen. A, wir beschreiben die Probleme des Klimawandels, seine Auswirkungen, die Risiken, die entstehen, die größer sind als früher gedacht. Dann gehen wir aber auch sehr gezielt in den sogenannten Lösungsraum, wo wir die Optionen aufzeigen, was kann man tun und welche Wege kann man für einzelne Bereiche beschreiten. Und zum Schluss zeichnen wir ein Bild, das wir als klimaresiliente Entwicklung bezeichnen, in dem Klimaminderungsmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen mit Blick auf Natur und Mensch zusammenkommen, um uns in eine sicherere Zukunft zu führen. Und die ganz dicke Botschaft, die damit verbunden ist, ist natürlich, dass sich dieses Zeitfenster schließt und wir keine Zeit haben zu warten.
Wenn wir auf die vergangenen 2 Wochen gucken, da habe ich relativ schnell schon gehört, dass einzelne Absätze manchmal 3 Stunden gedauert haben in den Verhandlungen. Und seit vergangenen Mittwoch hat sich ja auch ziemlich stark schon abgezeichnet, dass das wirklich noch weit in den Samstag hineingehen wird. Woran oder wo hat es denn besonders geknirscht? Das ist eine Frage, die damit zu tun hat, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 2 politikrelevanter sind, als wenn man das jetzt für vielleicht die Verhandlungen um die Klimaphysik herum erwarten würde. Hier ist bei den Auswirkungen des Klimawandels eigentlich jeder Bürger auf diesem Planeten mehr oder weniger berührt. Und dementsprechend sind auch politische Fragen berührt. Da geht es um das Verhältnis zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Es geht um die Fragen, wie bringen wir Natur- und Umweltschutz und Klimaschutz zusammen. Und es geht um die Frage historische Verantwortung, Emissionen zu mindern. Diese Themen haben alle im Hintergrund eine Rolle gespielt und die Länder haben da ihre politischen Interessen auf den Tisch gepackt. Und da kann man sich vorstellen, dass das mehr Zeit gekostet hat, als jetzt rein strukturell geplant war. Und jetzt schieße ich doch noch eine Frage hinterher, die direkt schon von den Kolleginnen und Kollegen da draußen kam. Hat der Krieg in der Ukraine Einfluss auf die Beratung gehabt, und nimmt der IPCC Stellung zum Krieg? Und der IPCC per se als Organisation nimmt keine Stellung zu diesem politisch begründeten Konflikt. Das muss auch so sein. Ansonsten würde auf internationaler Ebene wenig laufen. Aber es gab sehr viele Solidaritätsbekundungen der Delegationen untereinander, auch aus der Wissenschaft heraus, auf der menschlichen Ebene. Das Leiden der Menschen in der Ukraine wurde natürlich wahrgenommen. Und die ukrainische Delegation war auch entsprechend vertreten und hat mit entsprechenden Erklärungen ihre Befindlichkeit geäußert und sehr verständlich und sehr eindringlich geäußert, was erfreulich war, dass es eben auf der russischen Seite ebenfalls Solidaritätsbekundungen gab, die sehr deutlich machten, dass das Handeln der Regierung nicht unbedingt die Vorstellungen des gesamten Landes widerspiegelt. Gut, vielen Dank. Dann schreite ich jetzt weiter in der Vorstellungsrunde und ich habe mich entschieden, die in aufsteigenden Kapitelzahlen der Mitarbeit zu machen. Und so komme ich als nächstes zu Professor Dr. Jörn Birkmann. Er ist Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung IREUS an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften an der Universität Stuttgart und hat bei dem jetzt vorliegenden Beitrag der Arbeitsgruppe 2 als koordinierender Leitautor in Kapitel 8 Armut, Existenzgrundlagen und nachhaltige Entwicklung mitgewirkt. Herr Birkmann, danke, dass Sie da sind. Und ich würde Sie auch kurz bitten, für uns mal zusammenzufassen, was die wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels sind, an dem Sie mitgewirkt haben. Und die Frage gleich noch erweitern, wenn man nach Verwundbarkeiten schaut, dann fallen einem sicherlich so Hitzewellen und auch andere Extremwetterereignisse ein. Aber welche Verwundbarkeiten konnten denn als weniger offensichtlich und dennoch sehr potent identifiziert werden? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Definitiv war für uns auch am Anfang die Frage, haben wir irgendwas Neues zu berichten? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch hilfreich, wenn man nochmal unterstreicht, dass Armut sicherlich auch ein Treiber vom Risiko ist. Und Sie haben es gerade auch, glaube ich, in Ihrer Frage so ein bisschen dargestellt. Die wesentlichen Treiber der Verwundbarkeit, das ist ähnlich wie bei Covid, ist eigentlich nicht die Hitzewelle, sondern das wäre die Exposition, sondern es sind im Grunde die Destabilisierungsprozesse auch in Gesellschaften. Auch arme Gruppen haben im Grunde durch ihre Marginalisierungsprozesse oder auch durch ihre randliche Lage in der Gesellschaft hier erhebliche Probleme, Anpassungskapazitäten aufzubauen. Das heißt, wir haben natürlich auch besondere Charakteristika, zum Beispiel auch der Altersaufbau in der Gesellschaft spielt eine wichtige Rolle. Ältere Menschen sind tendenziell verwundbarer gegenüber Hitze, das wissen wir aus Europa. Aber das konnten wir sicherlich vertiefen und auch nochmal zeigen, dass es globale Hotspots auch der Verwundbarkeit gibt, die im neuen Bericht benannt werden. Ich denke, wir werden auch gleich noch durch die Fragen von draußen da einen tieferen Blick reinkommen. Ich mache dann weiter in der Runde und setze fort mit Frau Professorin
Frau Professorin Dr. Daniela Schmidt. Sie ist Professorin für Paläobiologie an der School of Earth Science an der Faculty of Science an der Universität von Bristol in Großbritannien und koordinierende Leitautorin im Kapitel 13, das unter der Überschrift Europa veröffentlicht wird. Frau Schmidt, vielen Dank auch für Ihre Zeit, dass Sie hier sind. Auch meine Bitte an Sie mit vielleicht einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels, an dem Sie mitgearbeitet haben. Genau, weil der Blick nach Europa ja sicherlich besonders interessant ist für Menschen hier. Danke sehr für die Einladung, hier heute zu sprechen. Die Hauptergebnisse unseres Kapitels zeigen ganz deutlich, dass sich Europa erwärmt und dass sich Europa erwärmt schneller als der globale Durchschnitt. Damit haben wir eine wirklich große Liste von Auswirkungen, die heute schon messbar sind. Und viele davon sind direkt an den Klimawandel, an den zurückgeführt worden. Wir haben in dem Kapitel die wirklichen Hauptrisiken deutlich identifiziert. Wir sprechen von Hitze und Dürre, die zusammenkommt und die wir ja in den letzten Jahrzehnt gesehen haben, welche Auswirkungen das zum Beispiel auf die Landwirtschaft hat, Überflutungen. Und auch da haben wir deutlich die Auswirkungen ja gesehen und die Kombination von allen Bereichen, die halt Wasser brauchen und den Wassermangel, der sich damit überhalb von Europa entstehen wird. Was wichtig ist, dass diese Auswirkungen nicht in allen Regionen von Europa gleich sind und dass damit die Unterschiede innerhalb von Europa größer werden. Was wir aber auch zeigen und ganz deutlich zeigen, ist, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie wir uns daran anpassen können. Und dass diese sehr effektiv sind und dass wir damit in Europa Möglichkeiten haben, uns dem Klimawandel anzupassen und damit die Risiken zu verhindern. Es ist uns sehr wichtig, dass es eine positive Message daraus auch gibt, dass wir Möglichkeiten haben, etwas zu tun. Vielen Dank dafür, Frau Schmidt. Und dann mache ich unsere Runde jetzt vollständig mit Frau Professorin Dr. Diana Rekin. Sie ist assoziierte Professorin am Department of Urban and Regional Planning and Geoinformation Management an der Fakultät Geoinformation an der Universität Twente in den Niederlanden. Und sie ist koordinierende Leitautorin in Kapitel 17 gewesen, dessen Überschrift ist Entscheidungsfindungsoption für den Umgang mit Risiko. Frau Rekin, auch vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Meine Frage an Sie, der Klimawandel ist im vollen Gange und nimmt immer weiter an Fahrt auf. Die Frage, wie sehr es sich ändert und wo sich das wie auswirkt, sind die einen Fragen. Aber mit Ihrer speziellen Expertise bei dem Thema Anpassung, inwiefern bringt dieser Arbeitsgruppenbericht die Erkenntnis, dass die Anpassung möglicherweise an bestimmten Punkten schneller und nachdrücklicher stattfinden muss, als das bisher so bewusst war? In der Pressemitteilung steht ja auch der Satz, dass die Lücke zwischen dem Ist und dem Soll in der Anpassung immer größer wird. Ja, also auch ich freue mich sehr, hier zu sein und daran teilhaben zu können, unsere Botschaften in die Welt zu bringen. Genau, ich habe am Kapitel 17 mitgewirkt und das ist auch jetzt mal eine Information vorweg, eine Neuerung in diesem Zyklus, dass wir eben drei Synthesekapitel haben. Herr Pörtner hat es schon angesprochen, dass wir viel stärker als früher wirklich die Interaktion zwischen Systemen, die Interaktion zwischen Regionen hervorheben. Und das mündet darin, dass wir drei Synthesekapitel haben. Eins davon sind diese Entscheidungsoptionen. Das ist auch neu, dass wir wirklich gucken, wie können wir Adaptation stärken? Welche Optionen gibt es? Welche Instrumente gibt es? Außerdem haben wir in Kapitel 17 geguckt, welche Enabler oder vielleicht im Deutschen Ermöglicher, welche Hilfen können wir nutzen, um Adaptation und Anpassung in die Breite zu streuen, zu intensivieren. Und wir haben auch in Kapitel 17 geguckt, wie können wir eruieren, dass Adaptation und Anpassung langfristig erfolgreich sind, indem wir geguckt haben, welche Maßnahmen haben möglichst wenig negative Nebeneffekte und möglichst viel positive andere Effekte in Systemen und bei vulnerablen Gruppen. Also das ist wirklich neu, dass wir so sehr diese Management-Ebene, diese Prozessebene mit reinbringen, wie man den Anpassungsprozess durchführen kann.
Und ja, wir sehen, dass in verschiedenen Regionen der Welt, dass eigentlich in allen Regionen der Welt, wir zu wenig für Anpassung tun, aber diese Lücke zwischen den Auswirkungen des Klimawandels und dessen, was wir durch Anpassung reduzieren könnten, diese Lücke ist unterschiedlich groß und die ist tatsächlich in vulnerablen Ländern, in Entwicklungsländern, aber nicht nur dort, sondern auch bei uns, bei den vulnerablen Gruppen am größten. Also es lohnt sich und es hätte den größten Effekt, wenn wir tatsächlich dort anfangen würden zu gucken, wo wir vulnerable Gruppen und Regionen und Länder doch stärker in der Anpassung unterstützen könnten. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine Frage zur ganz grundsätzlichen Struktur. Beim Arbeitsgruppenbericht 1 war das ja so, dass nach den RCPs im 5. Sachstandsbericht ja diesmal mit den SSPs, also den sozioökonomischen Szenarien gearbeitet wurde. Und ich habe jetzt nochmal beim Blick in die Arbeitsgruppen 2-Bericht vom 5. Sachstandsbericht reingeguckt. Dort wurden 5 Reasons for Concerns benannt, aus denen 8 Schlüsselrisiken resultieren, die, so schreibt der Bericht damals, für alle Sektoren und Regionen gelten. Bleibt denn an dieser, ich sage es mal, an dieser Grundmatrix, bleibt die erhalten oder ist auch hier mit einem völlig neuen, mit einer völlig neuen Argumentation sozusagen gearbeitet worden? Ja, wenn ich da vielleicht gerne einmal einsteigen darf. Also diese 5 Kategorien sind auch nach wie vor im Bericht enthalten. Hier gibt es den Befund, dass die Risikoentwicklung stärker ist, als es noch im AR5 schien. Also die Risikoschwellen werden bei niedrigeren Erwärmungsgraden erreicht als früher angenommen, weil eben die Datenbasis, die Beobachtungen der Auswirkungen des Klimawandels präziser sind in Relation zu dem Ausmaß der globalen Erwärmung. Das Ausmaß der globalen Erwärmung ist letztendlich übergreifend über die Sektoren, die wir in der Arbeitsgruppe 2 betrachten, sozusagen die grundlegende Einheit und spielt ja auch in den Klimaverhandlungen, in der Klimakonvention eine vorrangige Rolle. Von den Szenarien her ist die Arbeitsgruppe 2 nicht so sehr an die aktuellsten Entwicklungen der Klimamodelle in sogenannten CMIP-6 gebunden, sondern wir haben da ein breites Spektrum abzudecken, weil der Fokus hier eben sehr darauf liegt, die Auswirkungen zu verstehen. Und da kommen Beobachtungen zusammen, da kommt experimentelles Vorgehen zusammen und die Modellprojektion von Auswirkungen nimmt da noch einen relativ kleinen Teil ein. Insofern sind wir da sehr viel diverser aufgestellt als zum Beispiel die Arbeitsgruppe 1. Mhm. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt mich kopfüber in die Fragen der Journalistinnen und Journalisten stürzen. Und die erste, Frau Schmidt, ist konkret an Sie adressiert. Welche Konsequenzen wird der Klimawandel für das Leben unserer Kinder und Enkel haben? Welche Hoffnung haben Sie, dass noch eine lebenswerte Welt dann besteht? Und wovon hängt das Ihrer Meinung nach ab? Ich hoffe wirklich, dass die Leute, die diesen Bericht lesen, sehen werden, wie viele Möglichkeiten wir haben. Möglichkeiten, uns anzupassen, wenn wir anfangen, wirklich ganz massiv unsere CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das muss beides Hand in Hand gehen. Wir zeigen aber, dass auch wenn wir in den nächsten Jahren definitiv noch Klimawandel sehen werden, weil wir zum Beispiel Sachen wie Meeresspiegelanstieg nicht verhindern können, wir Möglichkeiten haben, unsere Städte zu verändern, mit der Natur zu arbeiten, zu verändern, wie wir was wo angebaut wird in der Landwirtschaft und damit die Auswirkungen zu reduzieren. Es ist ganz wichtig, dass der Schwerpunkt in diesem Bericht liegt nicht nur darauf, zu zeigen, wie die Auswirkungen sind, sondern ganz klar, was wir im Europa-Kapitel gemacht haben, ist zu zeigen, welche Möglichkeiten wir haben. Wir warnen aber auch davor, dass wenn wir nicht anfangen, diese Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Temperaturerwärmung zu reduzieren, wir immer weniger Möglichkeiten haben werden, und den Klimawandel, die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Bei der nächsten Frage, Herr Birkmann, kann ich mir vorstellen, dass die an Sie geht auch. Der Kollege fragt, in den Summaries steht, dass ungefähr 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen in einem Umfeld leben, das sehr anfällig für den Klimawandel ist.
Was bedeutet das genau? Sind das Anfälligkeiten aufgrund von Extremereignissen oder sozialer Exposition? Und was ist mit der anderen Hälfte der Menschheit? Ja, wir versuchten das so ein bisschen zu beantworten. Also die Herausforderung ist sicherlich, dass wir ein globales Assessment ja auch vorgenommen haben. Das heißt, da spielt mehr die gesellschaftliche, menschliche Verwundbarkeit die größere Rolle und jetzt nicht die Exposition. Was vielleicht auch nochmal interessant ist, bei der Exposition gibt es bei den jeweiligen Assessments sehr unterschiedliche auch Priorisierung bestimmter Regionen. Das ist ja auch kein Wunder, weil der Meeresspiegelanstieg natürlich auch die kleinen Inselstaaten eher stärker trifft und der Hitzestress vielleicht stärker in der Vergangenheit in Asien und Europa gewütet hat. Trotzdem haben wir gesagt oder haben uns angeguckt, es gibt ein relativ hohes Agreement auch zwischen verschiedenen Assessments und hier spielen Faktoren wie Armut, aber auch zum Beispiel Governance eine Rolle, Konflikte spielen eine Rolle, weil dort natürlich Staaten auch die Vorbereitung nicht hinreichend für Anpassung treffen können. Auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser etc. spielt hier als Indikatoren-Set eine wichtige Größe. Das heißt, es geht um die menschliche Verwundbarkeit und diese Staaten, die wir dann infiziert haben als globale Hotspot, machen ungefähr 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen aus. Die andere Hälfte ist nicht unbedingt nicht verwundbar. Der Anteil der nicht verwundbaren ist ungefähr die Hälfte der, die besonders hoch verwundbar ist. Also in den Staaten, die als gering verwundbar klassifiziert werden in den Indexsystemen, lebt deutlich weniger, also fast die Hälfte. Also umgekehrt doppelt so viele Leute leben im Grunde in den besonders verwundbaren Kontexten. Und das ist sicherlich wichtig. Warum spielt das eine Rolle? Ich meine, man kann auch fragen, jeder ist irgendwie verwundbar. Wir haben es gesehen in verschiedenen Krisen gegenüber Klimagefahren. Aber wenn wir uns das angucken, in den letzten 10 Jahren sind 15 Mal mehr Leute zu Tode gekommen durch Stürme, Hochwasser und Dürren in diesen verwundbaren Clustern im Vergleich zu nicht verwundbaren oder geringer verwundbaren. Also diese Dimension lässt sich eben nicht alleine durch das Extremereignis erklären, sondern nur durch die Verwundbarkeit in großen Teilen. Mhm. Frau Recchini, nächste Frage vielleicht. Ich weiß nicht, ob die an Sie geht, aber ich könnte mir vorstellen, wie bereiten wir Infrastruktur auf Extremereignisse wie zum Beispiel Starkregen vor? Wie schlimm wird es in Deutschland und können wir es, in Klammern schreibt die Kollegin oder der Kollege, noch bewältigen? Ja, Infrastruktur ist bei der Infrastruktur ist ganz wichtig, dass wir beachten, dass wir flexibel bleiben müssen. Das haben wir in verschiedenen Kapiteln gezeigt, dass wenn wir kurzfristig planen, also nur für 10 oder 20 Jahre und vor allen Dingen starre, gebaute Infrastruktur ja viel länger bleibt, ne? Dass wir dann die Auswirkungen vielleicht in 50 Jahren nicht richtig mit einbezogen haben. Also bei Infrastruktur ist es ganz wichtig, dass wir langfristig planen. Das geht natürlich. Die Vorhersagemodelle, gerade was Auswirkungen von Klimawandel angeht, haben wir. Es fehlt ein bisschen an der vielleicht an der Kraft bisher oder an dem Wissen der Entscheidungsträger, diesen doch komplizierten Prozess durchzumachen, erst zu gucken, welche Szenarien, welche Auswirkungen treffen auf meine Region zu, dann also langfristig zu planen, dann kooperativ zu planen, dann integrativ zu planen und damit meine ich über die Sektoren und über die Nachbarregionen hinweg und dann vor allen Dingen auch, was ich geplant habe, zu überwachen und zu kontrollieren, ob das, was ich geplant habe, wirklich so eintritt, wie ich es im Vorfeld wollte. Ein ganz großer Punkt ist, hatten wir schon einige Male gesagt, ist, dass unser Bericht wirklich auf Lösungsmöglichkeiten guckt, sehr viel stärker als vorangegangene Reporte. Und dass wir auch einen ganz starken Fokus legen auf Natur, Ökosystem, Ökosystemleistung. Wie kann man Natur mit Infrastruktur kombinieren? Das ist ein ganz großes Highlight. Die Wissenschaft zeigt, der Report zeigt, dass die Integration von doch eher starren Infrastruktursystemen und den natürlichen Anpassungsmaßnahmen durch Ökosysteme, Nature-Based Solutions und so etwas, gerade auch in Städten, sehr, sehr großes Potenzial hat. Mhm, Dankeschön. Herr Pörtner,
eine Kollegin oder ein Kollege fragt, in den Frequently Asked Questions steht, dass der IPCC dieses Mal besonderen Fokus auf Lösungen gelegt hat. Können Sie kurz Lösungen für die klimabedingte Biodiversitätskrise skizzieren? Das ist eine sehr wichtige, auch grundlegende Frage, weil ja letztendlich der, man kann schon sagen, der Ausbau der menschlichen Zivilisation auf Kosten der Natur verlief und wir im Prinzip einen Abwärtstrend sehen in der Biodiversität, in der Verfügbarkeit natürlicher Habitate. Und wir haben, denke ich, hier in diesem Bericht auf der Basis einer kürzlichen Kooperation zwischen dem Weltbiodiversitätsrat und uns die Beziehungen zwischen den Systemen Mensch, Natur und Klima deutlich herausgearbeitet und haben gesehen, dass wir dort die Wechselwirkungen zwischen diesen Systemen benennen, gut benennen können, die letztendlich momentan die Probleme verursachen, die wir sehen. Der Mensch verursacht Klimawandel, Biodiversität wird vom Klimawandel betroffen, Mensch wird vom Klimawandel betroffen. Die Übernutzung, die Überausbeutung der Natur erhöht die Empfindlichkeit der Biodiversität gegenüber Klimawandel. Gleichzeitig bringen uns diese Wechselwirkungen aber auch Lösungsoptionen, um diese Probleme zu lösen. Denn Natur nimmt CO2 auf, passt sich an den Klimawandel, hat sie in der Erdgeschichte schon immer tun müssen, hat aber auch dort schon aus den Beispielen der Erdgeschichte gezeigt, dass es Anpassungsgrenzen gibt, die letztendlich auch zu Massensterben geführt haben. Wir haben, denke ich, in diesem Bericht die Rahmenbedingungen definiert, die Natur braucht, um sich entfalten zu können, die letztendlich der Biodiversität erlaubt, sich auf der Basis dieser natürlichen Funktionen selbst zu erhalten. Und das betrifft 30 bis 50% der Erdoberfläche, die wir eben für die Naturräume zur Verfügung halten sollten, was eine nachhaltige Nutzung nicht unbedingt ausschließt, was aber letztendlich dazu führt, dass wir diese Abwärtsspirale beenden können und und Ansätze finden können, indem wir eben für Mensch und Natur ein nachhaltiges Miteinander definieren. Dieses Denken ist in der Politik noch nicht so richtig angekommen, auch wenn es und Biodiversitätsschutz und Klimaschutz werden noch zu sehr in ihren jeweiligen Bereichen sozusagen in Silos gedacht und hier Brücken zu bilden zwischen diesen beiden Bereichen wird sowohl für den Klimaschutz als auch den Biodiversitätsschutz etwas bringen. Und das, wenn das als eine Botschaft unseres Berichtes verstanden wird, dann haben wir etwas erreicht. Dankeschön. Herr Birkmann, die nächste Frage richtet sich wieder konkret an Sie. Der Kollege schreibt, dass Deutschland im Jahr 2018 mit 20 Hitzetoten an dritter Stelle weltweit gelegen hätte und bezieht sich damit auf den Lancet Climate Countdown. Seine Frage, haben Sie Abschätzungen, wie Hitze auf das Gesundheitswesen wirkt? Und ergänzt das noch mit Krankenhäusern und vor allem Altenheime sind nicht hitzeresilient und auch Neubauten werden nicht darauf vorbereitet. Ja, wir haben jetzt in unserem Assessment eher so eine globale Perspektive verfolgt, aber sicherlich kann man sagen, dass nach der Hitzewelle 2003 zumindest auch zum Beispiel Verwundbarkeit natürlich auch organisatorisch dadurch gesenkt wurde, dass man Hitzewarnsysteme hat, dass man mehr sensibilisiert ist, auch in den Einrichtungen, aber was der Kollege fragt, natürlich auch die Umsetzung in konkrete Baustandards ist wieder eine zweite Baustelle. Und hier ist, glaube ich, auch der Blick, das wurde ja von den anderen Kolleginnen auch gerade angesprochen, weiter. Ich glaube, die Vorstellung, dass wir diese zukünftigen Hitzestressphänomene im Wesentlichen dadurch überwinden, dass wir uns in Isolation in einem klimatisierten Raum bewegen, ist, glaube ich, recht trügerisch. Also hier geht es schon um den größeren Umbau auch der Städte. Das sollte man jetzt, glaube ich, sicherlich dann eben dieses breitere Bild haben. Und das wird im Report, glaube ich, auch mit dem stärkeren Stadtfokus nochmal unterstrichen, dass es hier nicht um eine Maßnahme geht. Aber es ist völlig richtig, dass sicherlich, wenn man die Vorstellung hat, dass diese Hitzekollabierenden primär im Krankenhaus versorgt werden müssen, dass dann auch das Gesundheitswesen vor hier erheblichen Problemen steht. Von den globalen Daten kann man aber auch sagen, dass die Hitze das globale Bild, also wenn wir jetzt Hitzestress noch dazu nehmen, der Todesopfer zwischen den verwundbaren und weniger verwundbaren Regionen nicht massiv verändert, aber jetzt nicht völlig verdreht, obwohl in Europa und Asien die meisten Hitzetoten in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen waren.
Vielleicht schließt da noch eine Frage an. Und ich möchte mal die KollegInnen da draußen hinweisen. Er heißt Herr Birkmann, nicht Herr Brinkmann. Nicht, dass das nachher in den Presseberichten falsch steht. Also Herr Birkmann. Ich bin mal da, lieber bei meinem Namen. Genau. Der Kollege fragt, welche Staaten sind denn die besonders verwundbar sind und welche gehören zu dem Viertel, die kaum verwundbar sind? Und bittet auch um konkrete Beispiele. Also Sie können auch gerne bei allen Fragen, die wir stellen, immer auch gerne konkrete Beispiele mit benennen. Ja, das ist natürlich immer auch eine schwierige Frage, aber trotzdem, wenn man sich die globalen Daten anguckt und auch die Hotspots, die wir benannt haben, kann man sicherlich Afrika und insbesondere West-, Zentralafrika, Ostafrika da als wichtige Regionsgruppen oder Cluster nennen. Und in Westafrika haben wir zum Beispiel auch so eine Kombination zwischen Armut, erheblicher Urbanisierung, fehlendem Zugang zu zentralen Infrastrukturen. Das wird also sicherlich auch in der Zukunft ein wichtiges Thema sein. Aber es gibt auch in Asien natürlich Bereiche, wo man Armut gekoppelt mit staatlicher Fragilität hat. Da würden wir über Afghanistan sprechen. Man hat natürlich auch in Indien erhebliche Armutsgrößen, also von der absoluten Zahl der Armen. Und auch in Lateinamerika oder Mittelamerika gibt es bestimmte Hotspots. Und interessant ist sicherlich, es handelt sich um mehr als ein Land jeweils. Also es ist nicht irgendwas Isoliertes, sondern hier muss man sicherlich auch überlegen, wie kann man solche integrativeren Strategien über mehrere Länder im Grunde auch ausbreiten, weil zum Beispiel auch die Vertreibung oder die Migration durch bestimmte Naturereignisse am Weißen Nil gehen eben über Länder in Grenzen hinweg. Also das ist, glaube ich, schon relativ deutlich. Das wären jetzt Beispiele. Und bezogen auf einzelne Länder kann man sicherlich sagen, Südsudan, Somalia, Nigeria sind auch Länder, die deutlich verwundbarer sind, als wenn wir jetzt in Anführungszeichen in europäische, westeuropäische Länder gucken, obwohl wir auch hier verwundbare Bevölkerungsgruppen haben, gar keine Frage, auch in Nordamerika, aber bezogen auf die staatlichen Hilfsmöglichkeiten, Kapazitäten, das ist was anderes. Wir haben fürs Ahrtal eine kleine ländliche Region, die besonders wichtig ist, 30 Milliarden Euro in 2 Wochen auf die Beine gestellt. Das kann man, glaube ich, für Länder wie Afghanistan, Somalia oder die ich gerade nannte, nicht erwarten. Also hier sind einfach ganz andere Kapazitäten, die man auch bei der Frage der Verwundbarkeit und Anpassungskapazität berücksichtigen sollte. Dankeschön. Also was sehr wichtig ist im Bereich von Hitze und dessen Auswirkungen für Europa ist, dass wir unser Verhalten verändern können. Es ist ganz deutlich zu sehen in Südeuropa, dass die Leute gelernt haben, mit Hitze umzugehen und ihren Tagesablauf daran anzupassen. Wir können also sehr viel lernen und unsere Verwundbarkeiten in Mittel- und Zentraleuropa reduzieren, wie der Bericht ganz deutlich zeigt, wenn wir Verhaltensmaßnahmen mit einplanen. Wir sprachen über Städtebau, wir sprachen von Gebäudeveränderungen, wir sprachen von Naturmöglichkeiten. Aber Verhaltensveränderungen sind auch extrem wichtig in der Anpassung an den Klimawandel. Ich drehe die Frage auch noch mal ein bisschen weiter auf an Sie, Frau Schmidt, denn die zwei Fragen richteten sich da auch konkret an Sie, nämlich nochmal nach 3 wirksamen Maßnahmen der Anpassung, die man für Europa benennen könnte. Und inwiefern jetzt dieser Bericht des IPCC neue Erkenntnisse in Bezug auf diese Maßnahmen gewonnen hat. Und die Frage erweitert um, welche dieser Maßnahmen müssten am dringendsten ergriffen werden? 3 ist schwierig, wenn wir 4 Hauptrisiken definieren. Dann machen Sie gerne 4. Unser erstes Hauptrisiko ist die Auswirkung der Hitze sowohl auf Menschen als auch auf die Natur. Und wir sprachen da schon über Verhaltensveränderungen, wir sprachen über Gebäudeveränderungen, wir sprachen von, wie man Stadtplanung verändern kann. Für Naturschutzgebiete ist es ganz wichtig, dass sie, wir haben Naturschutzgebiete in Europa, diese werden auch größer, aber viele von denen sind nicht wirklich umgesetzt und sind nicht wirklich unterstützt. Wir können so viel beschützen, wie wir wollen, wenn wir uns danach dann nicht dafür sorgen, dass das Ganze wirklich auch eingehalten wird. Für die Landwirtschaft ist sicherlich diese immer stärkere Bewusstwerdung von der Kombination von diesen Krisen, von Hitze und Dürre, ein echtes Problem. Und was auch Diana schon vorher sagte, wenn wir jetzt also alle anfangen zu bewässern, wird uns irgendwann mit zunehmender Erwärmung das Wasser ausgehen. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, welche Arten angebaut werden. Was der Bericht ganz klar zeigt, ist, welche Möglichkeiten für Europa bestehen, aber auch welche bei bestimmten Erwärmungen nicht mehr effektiv sein werden. Welche wir kombinieren müssen, sodass wir dann halt noch etwas weiterkommen. Aber wenn die Erwärmung zu hoch wird, wird auch das nicht ausreichen. Ich habe in einem Chat gesehen eine Frage über den Küstenschutz. Überflutung generell entlang der Flüsse und entlang der Küste wird zu einem extremen Problem werden. Aber wir müssen uns auch da Gedanken machen,
dass wenn wir einen Deich bauen, wir nicht mehr erlauben, den Wattengebieten und den Feuchtegebieten, die unsere Küsten auch schützen und die Städte, die Dörfer entlang der Küste schützen, wir denen damit den Lebensraum wegnehmen. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, auf wie wir uns beschützen wollen, haben Konsequenzen dafür, wie dieses Zusammenspiel von Natur und Menschen weiterhin Schutz für Europa befinden kann. Die nächste Frage stelle ich mal in die Runde und Sie können ja schauen, wer sich da gerade einbringen möchte. Ich zitiere die Frage: Klimagefahren müssen komplexer gedacht werden, dass mehrere Sektoren zusammengedacht werden müssen. Gleichzeitig heißt es, es sollen lokale Lösungen gefunden werden. Ist das nicht das Problem, dass Staaten oder sogar Städte nur auf sich schauen und damit eben nicht übergreifend denken? Wie lässt sich das ändern? Und wie lässt sich zum Beispiel in Deutschland ein besserer Best-Practice-Austausch schaffen unter Städten und Landkreisen punkto Klimaschutz? Also eine generelle Antwort dazu wäre, dass wir vernetzte Strukturen schaffen müssen. Wir haben eine gewisse Tradition, dass in Regierungen und Behörden die einzelnen Sektoren vereinzelt für sich arbeiten. Wenn wir zum Beispiel uns mal und das gilt nicht nur in Deutschland, es gilt auch auf EU-Ebene, wenn wir zum Beispiel uns da anschauen, wie Klimaschutz und Fischereiwirtschaft vernetzt sind, dann werden wir da sehr wenig finden. Es werden Fischereiquoten in der EU immer noch festgelegt, ohne den Klimaschutz in Betracht zu ziehen und die Wanderung von Arten mit dem sich verändernden Klimawandel. Das ist nur ein Beispiel und es gibt sicher andere Sektoren, in denen wir das auch so benennen könnten. Wir sehen aber da positive Entwicklungen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Bildung der neuen Bundesregierung sehen, dass das Instrument der interministeriellen Arbeitsgruppen verstärkt genutzt wird, dass eben Ministerien wie Wirtschafts- und Umweltministerium nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Und das, denke ich, sind Tendenzen, die wir da durchaus positiv verzeichnen können. Aber wir stehen da auch sehr, sehr am Anfang. Und diese Silos aufzulösen und komplexer zu denken und die Synergien und Co-Benefits, wie man sie nennt, zu nutzen, denke ich, ist es auch eine Botschaft unseres Berichtes in der Umstellung des Regierungshandelns. Herr Birkmann, ich habe Ihre Meldung gesehen. Ja, ich würde das gerne kurz ergänzen. Ich glaube, das ist völlig klar oder besonders wichtig, dass diese sektorale Fragmentierung ein Problem ist. Aber ich glaube, lokale Lösungen heißt ja nicht, dass man auch multilokal sich abstimmt, egal ob beim Thema Hitzestress. Und wenn man so über Städte nachdenkt, dann sind die meisten Kaltluftschneisen der großen Städte ja nicht auf ihrem eigenen Gemarkung. Das heißt, da kann man sich drehen, wie man will. Da muss man auch versuchen, mit dem Umland zu kooperieren. Und natürlich ist die Frage, warum hat das Umland irgendwas davon, wenn man da Flächen frei hält und die nicht zubaut, mit neuen Einwohnern bepflanzt. Also hier sind sicherlich auch andere Incentives nochmal notwendig. Aber Gleiches gilt im Grunde auch für das Thema Hochwasser. Wenn wir jetzt in Deutschland das aktuelle Beispiel wieder nehmen, aus dem Bereich des Ahrtals oder Nordrhein-Westfalen, dann wird man ja nicht alleine in einer Gemarkung einer Gemeinde das Problem lösen, außer wenn man vorhat, die Gemeinde zu überfluten und großen Damm zu bauen. Aber das wird auch nicht besonders viel helfen. Also hier ist, glaube ich, diese Notwendigkeit, lokal zu handeln, aber abgestimmt regional oder auch sogar global zu denken, besonders wichtig. Und ich glaube, da ist der Report jetzt nicht in der Situation, dass er sagt, die kommunale Ebene ist das Alleinige, sondern diese Aktivitäten müssen auch wirklich vor Ort umgesetzt werden. Aber ich glaube, bei den Phänomenen, über die wir gerade sprachen, Hitze, Stress, Starkregen, Hochwasser, da sind wir immer in vielfach der Notwendigkeit begriffen, das Problem, den Problemzusammenhang auch überkommunal zu denken. Ja, Frau Schmidt? Ich denke, es ist aber extrem wichtig, daran zu denken, dass in der Mitte dieses Jahrzehnts mehr als die Hälfte der Menschen in Städten leben werden. Städte sind damit ganz klare Katalysatoren für diese Veränderung. Städte haben auch die Möglichkeit und koordinieren ja auch miteinander. Es gibt die Rockefeller Cities, es gibt andere internationale Kooperationen von Städten, um voneinander zu lernen. Was wir aber auch bedenken müssen, ist, dass wenn wir Städte verändern, wir die Leute hören müssen, die dort leben. Es kann nicht einfach irgendjemand von außerhalb kommen und eine Lösung bringen, weil das angepasst sein muss an die Stadt, an deren spezifische Bedingungen, aber auch dafür sorgen muss, dass Leute nicht ausgeschlossen werden. Wenn wir auf einmal wunderschöne grüne Städte haben, dann sind die Leute, die da momentan leben, können sich vielleicht dann den Stadtteil nicht mehr leisten und das hat auch Auswirkungen.
Gibt es denn in Europa Beispiele für Anpassungsmaßnahmen, die der eine unternimmt, ob jetzt eine Region oder ein Staat, die zum Nachteil eines anderen sein könnten und die deswegen zu Konflikten führen könnten? Wir haben uns in dem Bericht auch angeschaut, wie die Regionen voneinander abhängig sind. Was wir momentan sehen ist, und das hat man ganz deutlich gesehen, auch in der Dürre, die wir 2018 hatten, ist, dass die Regionen in Europa sich gegenseitig helfen. Wir hatten die Ernteverluste in Zentraleuropa, aber ganz eine extreme Ausnahme, wir hatten sie nicht in Südeuropa. Und damit konnten wir dafür sorgen, dass die Preise für viele der Grundnahrungsmittel sich nicht dramatisch verändert haben. Wo Absprechungen wirklich schon gute Beispiele da sind, ist zum Beispiel Wasser. In dem Alpenbereich gibt es sehr große Koordinationen zwischen den Alpenländern, um dafür zu sorgen, dass halt kein Damm gebaut wird, der sich dann auf andere Länder auswirkt. Und das ist diese wirklich wunderbaren Beispiele der Kooperation zeigen uns, dass wenn gemeinsam gearbeitet wird über die Regionen hinweg, aber mit den Leuten und den Orten, wo sie leben, dass wir wirkliche Lösungen finden können. Frau Reckin, da schließt eine Frage einer Kollegin an Sie konkret adressiert an. Welche Unterstützung für Regionen mit vielen vulnerablen Gruppen wäre notwendig? Ist das ausschließlich finanzielle Unterstützung? Ja, wenn wir richtig über vulnerable Regionen in anderen Ländern sprechen, dann sehen wir tatsächlich, dass international die Klimafinanzierung noch hochgeschraubt werden muss. Die Länder hatten sich ja dort auf ein Ziel geeinigt von 100 Billionen im Jahr. Das ist bisher nicht umgesetzt. Und was wir dazu sagen müssen, ist, dass natürlich für wirklich arme Regionen jetzt weltweit gesehen die Anpassungsforderungen, also das, was sie leisten müssten, um sicher zu leben, prozentual am Bruttoinlandsprodukt viel höher sind als in den entwickelten Regionen. Bei uns hier kostet Anpassung mehr, aber es ist weniger relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und das ist für viele arme Regionen und vulnerable Regionen anders. Das heißt, tatsächlich international müssen wir einen höheren Fokus auf Klimafinanzierung hat zumindest der Bericht gezeigt, dass da die Ziele noch nicht erreicht sind. Die Ziele, die schon verabschiedet worden sind. Bei uns, wenn man bei uns guckt und das mit einbezieht, dass natürlich hier in Europa auch viele vulnerable Gruppen existieren, dann hat der Bericht gezeigt, dass es schon einige universelle Anpassungsmaßnahmen gibt, die in jedem Land greifen würden. Und das sind eben vor allen Dingen der Zugang zu den Basisinfrastrukturen wie Versorgung mit Wasser, wie Versorgung mit Verkehrsinfrastruktur, heutzutage wahrscheinlich Telekommunikation, Internet muss man dazu zählen, und aber auch ganz besonders Gesundheitsinfrastruktur. Und dass es, dass zumindest, was wir bis jetzt wissen, dass eine universelle Anpassungsmaßnahme tatsächlich auf soziale Sicherheitsnetzwerke gelegt werden kann, dass der Fokus darauf gelegt werden kann. Und das würde dann natürlich vor allen Dingen vulnerable Gruppen zuerst unterstützen. Dankeschön. An einem Thema, an das wir in diesen Tagen ja nicht vorbeikommen, und es kommen auch etliche Fragen in Fragen und Antworten, ist die Invasion in die Ukraine. Und inwiefern befürchten Sie denn, dass der politische Spielraum aufgrund dieses Konfliktes und sich neu aufziehender internationaler Konflikte verengen würde oder auch meinetwegen durch finanzielle Ressourcen, die einfach gebunden sind? Bundeskanzler Scholz hat gestern verkündet, dass 100 Milliarden Euro jetzt für eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr investiert werden sollen. Das ist die gleiche Größenordnung, die im Klimaschutzfonds des Pariser Klimaabkommens vorgesehen war, die nie zusammengekommen sind, meines Wissens. Können Sie schon abschätzen, was das für Disruptionen in diesen ganzen Prozess bringen könnte?
abschätzen. Gerne, Herr Pörtner. Abschätzen ist natürlich schwierig, aber ganz klar fühlt sich dieser Konflikt an wie aus der Zeit gefallen, wenn man sich überlegt, welche existenziellen Nöte die Menschheit eigentlich hat im Kontext des Klimawandels, der Auswirkungen des Klimawandels, Biodiversitätsverlust, der Auswirkungen des Klima, des Biodiversitätsverlusts und der Zusammenhänge zwischen diesen Sektoren, auch mit ihren sozialen Auswirkungen. Und hier zu sehen, dass eben finanzielle Mittel gebunden werden, die stehen, da gibt es natürlich eine Konkurrenz dann in der Umsetzung. Es wird Verzögerungen geben. Das ist angesichts der Erkenntnis, die wir in diesem Bericht auch ausgebreitet haben, dass wir eigentlich im entscheidenden Jahrzehnt der Klimapolitik uns befinden, kontraproduktiv. Wie sich das konkret niederschlägt, das werden wir sehen. Aber es ist da absolut nicht hilfreich, wenn Entscheidungsträger eher den Weg zurück in die Vergangenheit wählen, als den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Und wie wichtig internationale Kooperation im Bereich Klimaschutz ist, das haben wir in diesem Bericht auch noch einmal sehr, sehr deutlich herausgearbeitet, weil eben kein Land dieser Erde isoliert auf diesem Planeten existiert, sondern wir sind alle im globalen Klimageschehen betroffen. Und diese globalen Zusammenhänge treten momentan im aktuellen Geschehen in den Hintergrund, das ist klar. Jetzt haben Sie gerade das Wort. Ja, Frau Rekin, machen Sie gerne erst. Ja, ich würde da gerne dazu ergänzen, dass wir im Bericht auch zeigen, dass, sagen wir mal, Katastrophen im größeren Sinne, jetzt, das können ja verschiedene sein, ne? Dass die über 1,5 Grad und natürlich je höher wir kommen, mit jedem Zehntel Grad höher, immer häufiger werden und dass die dann wirklich sofortige Beachtung brauchen, aber Ressourcen, Aufmerksamkeit und Finanzen kosten, die wir eigentlich jetzt bald, sofort, in der nächsten Dekade, wie Herr Pörtner sagt, dringend für andere Sachen brauchen. Und der Bericht zeigt, dass, wenn es auch vielleicht nicht sehr unmittelbar ist, doch aber viele Katastrophen unmittelbar mit dem Klima zu tun haben. Ja? Und wenn wir es schaffen würden, die Ressourcen jetzt in eine Richtung zu nutzen, zu kanalisieren, die auch diese Katastrophen, die jetzt unmittelbar mit dem Klimawandel, aber doch irgendwo über mehrere Stufen verbunden sind, die richtig einzusetzen, dann würde uns das auch in der Zukunft viele der nicht so direkten Katastrophen verringern. Ja, also genau, vielleicht belasse ich es dabei. Ne? Das ist die große Sorge. Das braucht natürlich jetzt auch Fokus. Aber es ist nicht alles unabhängig. Ja. Ich komme noch mal auf ein Wort, das Sie, Herr Pörtner, gerade gesagt haben in Ihren Ausführungen. Sie haben gesagt, es wird zu Verzögerungen kommen aufgrund des Konfliktes. Und ich finde, da dockt eine Frage von draußen gut an. Wie groß ist denn das Zeitfenster für klimaresiliente Entwicklung? Ich habe in der Pressemitteilung fast von den nächsten 2 Dekaden gelesen. Also wir haben eigentlich das so herausgearbeitet, dass wir sagen, innerhalb dieser Dekade sind entscheidende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die letztendlich bis zum Ende dieser Dekade Erfolg zeigen sollten. Und wir sehen das ja auch an den Klimazielen der Bundesrepublik bzw. der EU, wo bis Ende dieses Jahrzehntes eine 65-prozentige Reduktion der Emissionen stattfinden soll. Und dieses ist im Prinzip im Einklang auch mit den Ergebnissen des 1,5-Grad-Berichtes, nur dass dort davon ausgegangen wurde, dass mit dem Einstieg der Emissionsreduktion ambitioniert seit 2020 ein steiler Abfall der Emissionen erfolgt. Wir sehen das Gegenteil, wir sehen eigentlich eher einen moderaten Beginn der Emissionsreduktion. Das heißt, wir werden dort eine Lücke generieren. Gleichzeitig
verlagert sich die Politik mehr und mehr darauf, eben die natürlichen Ökosysteme als CO2-Speicher einzurechnen in ihre nationalen CO2-Budgets. Diese Ökosysteme sind aber durch die zunehmenden Extreme im Klima und in den Temperaturen bereits negativ betroffen in ihrer Fähigkeit, CO2 aufzunehmen. Das gilt bei uns aufgrund des Zusammenwirkens von Hitze und Dürre, aber das gilt auch in den großen Ökosystemen der Erde, die borealen Wälder Russlands, die durch Waldbrände bedroht sind. Das gilt für die Regenwälder in Afrika und vor allen Dingen in Südamerika, die durch Hitzeextreme in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, CO2 zu binden. Das heißt, wir haben hier im Prinzip eine, und das betont nochmal, die Bilanz zwischen diesen beiden Prozessen, Klima und Klimaschutzbeitrag durch Biosphäre, wo wir sehen, dass menschliches Handeln prioritär und ambitioniert im Klimaschutz erfolgen sollte, weil das Zeitfenster sich schließt. Und das geht über 2030 hinaus. Wir haben einen Nachholbedarf, einen großen Nachholbedarf der Dringlichkeit begründet. Und in diesem Kontext kann es nur kontraproduktiv sein, die nationalen Ressourcen in Verteidigung und Kriegsführung zu stecken. Nochmal die Frage in die Runde. Gibt es denn vielleicht auch schon Orte auf der Welt oder Regionen, bei denen man sagen muss, im Grunde ist es zu spät für Anpassung? Eigentlich kann es hier nur noch jetzt darum gehen, aufpassen, dass ich nicht in militärische Metaphern reinrutsche, aber im Grunde macht es keinen Sinn mehr, hier anzupassen, sondern wir müssen uns damit abfinden, dass die Menschen, die dort leben, eigentlich diesen Ort verlassen müssen. Das kann durchaus passieren, dass der Mensch Lebensraum aufgeben muss, weil die Extreme regional und örtlich so groß werden, dass eben da nicht keine gesicherte Existenz mehr möglich ist. Das betrifft sicherlich aktuell sichtbar durch den Meeresspiegelanstieg kleine Inselstaaten, die nicht umsonst sehr darauf bedacht sind, das 1,5-Grad-Ziel nach vorne zu stellen. Und es betrifft Küstenräume. Es betrifft aber auch eben zunehmend Räume, die durch Kombination von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit für den Aufenthalt draußen, zumindest saisonal, nicht mehr geeignet sind. Aber die Kollegen haben da sicherlich noch andere Aspekte, die sie ergänzen möchten. Ja, Herr Bergmann. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung. Also ich glaube, das ist erstmal vollkommen richtig und hilfreich. Ich glaube, es ist auch noch wichtig zu betonen, dass wir nicht nur auf die Exposition gucken, also aus unseren Assessments wird auch so ein bisschen deutlich, doch dass bestimmte Städte, die im globalen Norden liegen, die liegen auch besonders tief. Auch in den Niederlanden sind mehr Menschen exponiert prozentual an der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu Bangladesch. Trotzdem kann man da, glaube ich, davon ausgehen, dass in Bangladesch die Herausforderungen der Anpassung auch der Klimaresilienz doch deutlich höher sind als in Teilen der Niederlande. Also hier, glaube ich, ist es dann auch wichtig, dass man nochmal fragt, wie kommen wir zu Klimaanpassungs- oder Klimaresilienzzielen? Das eine ist sicherlich völlig richtig. Wir müssen den Klimaschutz verstärken. Aber ich glaube, man hat auch durch die Covid-Pandemie als anderen Prozess, der ja während des Assessment-Cycles auftrat, mehr an Armut, mehr an Ungleichheit. Das heißt also auch hier sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich sehen, also wir haben relativ gute, klare Ziele zum Teil oder klare Ziele zumindest, nicht unbedingt immer gute, aber zum Thema Klimaschutz. Bei Klimaanpassung wird das, glaube ich, in Teilen noch schwieriger. Und die Vorstellung, dass wir hier große Regionen der Welt und Staaten absiedeln, das ist, glaube ich, auch noch kein Konsens. Also das würde mich wundern, wenn wir da, den großen Konsens gefunden haben, gerade was die Maßnahmen betrifft. Was sehr interessant auch in dem Bericht festzustellen, bei einer Regierung ist die Wertung je nach Kontext, wo man herkommt, natürlich ganz anders. Und das geht in Deutschland auch so. Ich glaube, es käme jetzt keiner auf die Idee, das zu sagen, wir müssen das Ahrtal absiedeln, obwohl da 180 Leute gestorben sind. Zumindest kenne ich keine Stimmen. Danke. Ja, Frau Rekin? Ja, da wurden die Niederlande angesprochen. Natürlich möchte ich dann dazu was sagen. Da bin ich ja Professorin. Es ist ganz interessant zu sehen, und das geht auch zu der Frage zurück, die wir vorhin hatten, Küstenregionen oder Regionen an großen Flüssen. Die Niederlande hatten in den ersten 50, 60 Jahren nach einer sehr großen Flutkatastrophe die Maßnahme, dass sie sich abschotten. Sie haben große Dämme gebaut an ihren großen Flüssen, die in die Nordsee fließen, und sind damit auch ganz gut gefahren, haben aber in den letzten 10 Jahren eine absolute
ich würde fast sagen, vielleicht nicht 180 Grad, aber sowas wie eine Kehrtwende hingelegt, indem sie jetzt sagen, wir heißen das Wasser willkommen. Und das führt zu Ihrer Frage zurück, Herr Wenzel, was heißt eigentlich nicht bewohnbar? Die Niederländer sind da ganz interessant. Sie leben jetzt zunehmend auf dem Wasser. Es gibt mehrere Städte und viele große Stadtteile, vor allen Dingen im Norden und im Nordosten von Amsterdam, wo jetzt auf dem Wasser gelebt wird. Und das ist auch, das ist natürlich so etwas, wie wir in unserem Report und was auch in der wissenschaftlichen Literatur als transformative Anpassung bezeichnet wird. Also es ist wirklich ein anderer Zustand als den, den man davor hatte. Eine ganz andere Lebensweise. Und da wird viel experimentiert. Aber das möchte ich nur noch mal hervorheben, dass die Niederländer dort jetzt einen komplett anderen Weg gehen als noch vor 10 Jahren. Frau Schmidt, ich meine, Sie hätten sich auch gemeldet. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist nochmal zu betonen, dass auch wenn wir jetzt schon Auswirkungen sehen, diese Auswirkungen werden dramatisch stärker werden, wenn wir 1,5 Grad globale Erwärmung übersteigen. Diese Auswirkungen werden in vielen Bereichen vom Wasser getrieben. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser, zu viel vielleicht im schlechten Zeitpunkt, nicht sauberes Wasser. Und dementsprechend sind das Sachen, wo wir etwas tun können. Aber solche Sachen, solche Entscheidungen, solche Infrastrukturen werden nicht schnell eingebaut. Und wenn sie gebaut werden, führen sie häufig dafür, dass wir uns auf Entscheidungswege entwickeln, die sagen, okay, ich baue jetzt einen Damm und der Damm wird dann meine Lösung sein. Und was passiert dann, wenn wir bald dann da kein Wasser mehr haben? Es ist also wirklich wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wir heute leben können und wo wir morgen leben können, wenn wir solche Großprojekte anfangen und uns Gedanken darüber machen. Und das ist nicht nur für Infrastruktur, das ist das Gleiche für den Wald. Wir pflanzen Wälder für hunderte von Jahren. Und uns damit dann Gedanken machen, wo wir aufgeben, wo wir investieren und innerhalb von Regionen, aber auch zwischen Regionen, wo wir das tun. Diese Erwärmung von 1,5 ist wirklich eine starke Grenze. Ja, Herr Pötter, wir müssen langsam leider zum Ende kommen, deswegen mit Bitte um kurze Äußerung. Ja, ich möchte da einfach nochmal den allgemeinen Punkt Anpassungsgrenzen letztendlich benennen. Und diese Anpassungsgrenzen geben uns Orientierung für unsere Handlungsräume und Handlungsmöglichkeiten. Wenn wir hören, in den Niederlanden wohnen die Leute auf dem Wasser, dann ist das sicherlich ein Herausschieben auch von Anpassungsgrenzen, aber dieses Herausschieben hat auch seine Begrenzung. Und in Bangladesch wird die Kombination von Hitze und Luftfeuchtigkeit vielleicht dazu führen, dass Bereiche, die jetzt noch von Menschen besiedelt werden, dann eben ohne technische Möglichkeiten, großräumiger Einsatz von Klimaanlagen und so weiter nicht mehr besiedelbar sein werden. Zumindest können die Leute sich nicht mehr draußen aufhalten. Und es gibt eben Regionen auf dieser Erde, Südostasien, Zentral-Südamerika, wo diese Phänomene auftreten werden. Und da gibt es dann auch wieder ein Dilemma. Klimaanlagen brauchen Energie und die Energie sollte nachhaltig und erneuerbar bereitgestellt werden. Also das sind Herausforderungen für die Menschheit damit verbunden, deren Dimensionen wir uns heute noch nicht richtig klar machen und die uns unserem Handeln Grenzen setzen. Was nochmal betont, dass absolut Klimaschutz, ambitionierter Klimaschutz und Anpassung Hand in Hand gehen müssen. Ich hatte ja gesagt, dass ich am Ende noch mal kurz die Runde machen möchte. Und Sie haben jetzt gesehen, auch welche Fragen die Journalistinnen und Journalisten gestellt haben, was sie interessiert haben. Und ich würde Sie ganz kurz noch mal bitten, unter diesem Eindruck vielleicht mit wenigen Worten zusammenzufassen, was die Key Message in Ihrem speziellen Expertisebereich ist an uns Journalistinnen und Journalisten und was Sie eben auch morgen gerne in den Nachrichten hören würden. Und Frau Schmidt, ich würde mit Ihnen beginnen, weil ich weiß, dass da konkret die nächsten Termine schon drücken. Für Europa ist ganz klar, dass die Auswirkungen des Klimawandels heute schon gesehen werden. Nicht gleich in allen Regionen, aber in allen Regionen gibt es Auswirkungen.
Die werden schlimmer werden, wenn wir globale Erwärmung oberhalb von 1,5 Grad haben. Noch gibt es Möglichkeiten, wie wir uns anpassen können. Diese Möglichkeiten werden geringer werden, je wärmer es wird. Und um eine Konsequenz zu machen, mache ich einfach die Runde rückwärts von vorhin, Frau Reckin. Damit wären Sie jetzt dann dran. Mhm. Ja, meine Key Message, Key Botschaft, die ich senden möchte, ist, dass ich mir wünschen würde, dass Städte, auch vor allen Dingen in Europa, wo wir die Maßnahmen haben, wo die finanziellen Ressourcen haben, zu Reallaboren werden, wie mit grüner Infrastruktur, wie mit der Natur tatsächlich gelebt werden kann, aber in eine, dass dort kooperativ geplant wird, langfristig geplant wird, integrativ geplant wird und dann auch kontrolliert wird, ob das, was wir geplant haben in der Anpassung, wirklich erreicht worden ist. Und das ist jetzt, was ich gesagt habe, wirklich zur Anpassung. Ansonsten stimme ich Herrn Pörtner voll und ganz zu, dass natürlich die oberste Prämisse ist und auch Frau Schmidt, dass wir alles tun müssen, dass wir nicht über 1,5 Grad kommen. Dankeschön, Herr Birkmann. Da ja schon die Thema 1,5 Grad Klimaschutz besonders stark auch hervorgehoben wird, brauche ich mich da nichts drauf zu beziehen. Aber eines ist auch klar, ich glaube, wir werden kurz- oder mittelfristig oder insbesondere auch kurzfristig Starkregenereignisse und Hitzeereignisse nicht fundamental ändern. Das heißt, hier gilt es wirklich dann auch die Exposition, die Verwundbarkeit durch menschliches Handeln oder auch durch gezielte Anpassung zu stärken. Und es ist nicht gottgegeben, dass bestimmte Krankenhäuser oder Behinderteneinrichtungen an Flüssen ungeschützt dort stehen oder dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders stark zum Beispiel diesem Hitzestress ausgesetzt sind. Hier, glaube ich, haben wir Chancen, auch relativ nahe Zeiten in der nächsten Dekade eigentlich das deutlich zu verbessern. Herr Pörtner, wir haben mit Ihnen begonnen und wir schließen mit Ihnen. Ja, ich nehme einfach den Sektor, der mich besonders bewegt, konsequent Biodiversitätsschutz und Klimaschutz zu verbinden und die Anpassungsgrenzen der Natur bei Klimaschutzmaßnahmen und Klimaschutzzielen zu verknüpfen und letztendlich zu akzeptieren, dass es bei diesen naturwissenschaftlich und wissenschaftlich begründeten Grenzziehungen keine Kompromissmöglichkeiten gibt, die Naturgesetze zu verletzen. Das ist vergleichbar mit dem ständigen Überfahren von roten Ampeln. Und diese roten Ampeln kommen uns schon sehr nah. Vielen Dank. Damit kommen wir jetzt zum Ende des Pressbriefings. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte noch ein letztes Mal auf das Embargo hinweisen. Bitte bis morgen, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, darf nichts von diesem Bericht nach draußen kommen und danach natürlich sehr kräftig und viel. Wir hier im Science Media Center sitzen am Nachmittag an einem Research in Context und haben etliche Zusagen von Expertinnen und Experten zu schriftlichen Einschätzungen bekommen. Sie haben ja auch mitbekommen, dass die Versendung des Embargo-Materials sich sehr nach hinten verschoben hat. Deswegen hoffen wir, Ihnen am frühen Abend und dann eben auch morgen früh noch Statements schicken zu können. Das Video und das Transkript zu dieser Veranstaltung laden wir nach Ablauf der Sperrfrist auf die Homepage hoch, wenn Sie es vorher brauchen. Oder genauso den Audiomitschnitt schicken Sie eine Mail an redaktion@sciencemediacenter.de. Danke für Ihr Interesse und ein ganz besonderer Dank gilt an die beiden Expertinnen und die beiden Experten, dass sie sich die Zeit genommen haben, Sonntagmittag, rund um viele andere Termine. Ich drücke die Daumen für die ganzen Medientermine, die bestimmt in den nächsten Tagen oder heute noch anstehen. Ich habe mich sehr gefreut, es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe auf ein nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank auch von unserer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank.